Hallo und herzlich willkommen zum 10. Part von Far Cry 5. Und hier gibt's schon wieder Stress gleich am Anfang. Und wir können nicht mal schauen, was wir als nächster machen werden. Weil ich da gleich schon wieder beballert werde. So, schön verstecken. So, als nächstes werden wir Ray and Sons Aviation. Verdammt! Hallo? Hier ist Snake Ray! Die Sekte steht vor unserer Tür. Ich glaube, die wollen mein Flugzeug. Wir halten nicht mehr lange durch. Ja. Und genau da fahren wir hin und unterstützen diesen Burschen. So, meine Freunde. Jetzt hatte ich noch schön zur Aufnahme ein kleines Problem. Ich liebe Windows Updates. Wir machen immer alles besser. Bekanntlich nicht. Jawohl, ein schönes Sünderauto. Was will man mehr? Ich glaube, ich müsste vor einem Waffengeschäft. Denn als mich die entführt haben, haben die mir meine ganzen Waffen abgezogen. Und da stand, dass ich die mir selbst besorgen muss wieder. Das finde ich natürlich einen Ehrenmann-Move. Jawoll, und da sind wir. Hier war's. So, Wafers. Das passt nämlich gar nicht schlecht, weil ich habe jetzt 6000. Na egal, ich glaube, ich nehme trotzdem das. Oh ja, ich glaube, einen Waffenslot müssen wir uns noch so mit den Errungenschaften freischalten, oder? Schalte das Waffenfeld mit dem Vorteil zusätzlicher Holster frei. Okay. Jetzt weiß ich wenigstens, wie das aussieht. Ah, hier. Kosten 8 H. Ah, und ich habe 18. Ah, Schuss. So, dann werde ich noch in gar nichts killen. Habe ich jetzt festgestellt. Ich habe jetzt da. Was habe ich jetzt gemacht? Den zweiten Holster. Dann kann ich mir jetzt noch eine Knarre mitnehmen. Dann habe ich wenigstens eine zweite. Und vielleicht brauche ich dann für einen Auftrag noch irgendetwas Bestimmtes. Und dann habe ich wenigstens ein paar Punkte in Reserve. Dann packen wir sie hier rein, oder? In Gold sogar. In eine Maschine. Ja, alles muss leise geschehen auf dieser Welt. So, hier nochmal. Was ist das? 29, das nehmen wir auch noch. So, passt. Danke. Warte mal eine Sekunde. Wie schaut's mit Munition eigentlich aus? Ohne Angel. Und Munition wollte ich eigentlich. Ja, egal. Gönnen wir uns. So, jetzt haben wir das ganze Geld hinausgeschmissen. Halte Q gedrückt und drücke E, um zum Werkzeugrad zu wechseln und die Angel auszuwählen. Drücke mittlere Maustaste, um die verfügbaren Fliegen durchzuschalten mit dem Vorteil König der Fische, jetzt du Fliegen, die größere Fische anlocken. Halte die linke Maustaste gedrückt, um auszuholen und lasse sie los, um die Angeln auszuwerfen. Bewege die Schnur mit rechten Maustaste, um den Köder attraktiver zu machen. Okay. Cool. Kuli, 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 kuli. Was ist jetzt? Entführe mich dich schon wieder? Oh ne, ohlala! Die scheiß Flugzeuge, hey. Ruhe! Oh mein Gott! Alter Falter, was ist jetzt los? Ne. Bring sie zurück, ich schwöre bei Gott! Komm her, komm her, komm her. Oh oh, oh oh. Nee, 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 nee. Scheiße, wir sind am Arsch. Du warst schon am Arsch. Wow, wow, wow. Oh, ja, wir sind richtig am Arsch. Bring sie zurück, ich schwöre, mein Gott. Da. Wow. Was explodiert da immer so? Das kann doch nicht wahr sein. Nicht jetzt, verdammt, nicht jetzt.
Ach, da ist doch einer. Ah, der wirft die Granaten. Cam! Cam! Wir haben das scheiß Flugzeug verloren. Vielen Dank für die Hilfe und alles, aber ich habe ein Riesenproblem. Wir stecken hier fest. Wir stecken hier fest. Ich schwöre bei Gott, dass ich diesen Hurensohn John Seed umbringen werde. Hast du die Peggys mit meinem Flugzeug abhauen sehen? Ich muss es wieder haben. Das war unsere einzige Chance, hier rauszukommen. Ich würde ja selbst gehen, aber meine Frau ist schwanger und überfällig und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich meine, ohne das Flugzeug sind wir am Arsch. Bitte, meine Familie braucht deine Hilfe. Tut mir leid. Diese Gefühlsduselei ist nicht mein Ding. Ich bin übrigens Nick. Du, so wie ich die Sekte kenne, haben sie meinen Flieger auf John Seeds Ranch gebracht. Das ist die einzige Piste, wo man das Ding landen kann. Ich weiß, das ist ganz schön viel verlangt. Aber ich bin echt verzweifelt. Ja, ja, das war wieder ein Fehler, weil ich es nicht triggern konnte. So. Ja, dann hinter. Ein Insektenfahrzeug. Mal diesen Scheiß ausschalten. Da holen wir uns schnell das Flugzeug. Oh. Grüß Gott. Auf seinem eigenen Grundstück schnell nochmal gezeigt, wer hier der Boss ist. Das wird sie sein. Na, ah, jetzt hat er mich gesehen. Ja, und wieder Alarm. Alarm im Damm. Ja, ja, schickt Hilfe. Sind nicht von Haus aus schon genug, oder? Ich weiß nicht, wie ich diesen Haken aktiviere. Oh, oh. Oh, habe ich kein. Ich habe kein Verbandszeug mehr. So. Aha, da kommt jetzt die Verstärkung, oder? Ja, natürlich. Na, Gott sei Dank. Sonst hätte ich ja zu viel Chance gehabt. Ah, dass ich das nie leise schaffe. Oh oh. Oh. Woher, 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 woher? Ah, da. Ah, da war auch noch irgendwo einer, oder? Oh! Muss ich den Sniper rushen? Ja, Seeds Range, der wird eine Freude haben. Und rauf mit der Fahne. Nice! Früher oder später. Und wenn ich das tue, dann hänge ich mir vielleicht deine Haut als Trophäe über den Kamin. Das ist irgendwie ganz schön ekelhaft. Grüß Gott.
Das war nicht so geplant. Oh ja, Deputy! Im Pegifunk heißt es, dass ein Eindringling mein Flugzeug geklaut hat. Gewinne etwas Abstand, flieg einfach erstmal Richtung Norden. Das war letztes Mal weit besser zum Fliegen. Jetzt in den Tiefflug. Bin ich sowieso immer ganz gut drin. Wie man gerade gleich beim Start gesehen hat. Oh, jetzt haben wir wenigstens noch eine Tierart entdeckt. Du solltest gleich zu der Flussgabelung kommen. Halt dich rechts! Ja? Ja, wer seine Heimat verteidigen will, muss aus besonderem Holz geschnitzt sein. Unter uns, keine Ahnung, ob das auf mich zutrifft. Ich weiß ja nicht, ob du kleine Monster daheim hast, aber ich kann dir sagen, schon beim Gedanken, dass wir ohne Vater aufwachsen müssen, wird mir ganz mulmig. Dabei ist meins noch unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt täusche, aber das letzte Mal habe ich das mit der Sicht gesteuert. Ich lasse mir immer noch das Blut kochen, dass ich das Zuhause verlassen muss, das meine Familie mühevoll aufgebaut hat. Und hier jetzt mit... Jeden Zentimeter hier mit Blut und Schweiß verdient und jetzt verliere ich alles an so einem Man-Bun. Mit W und S, das ist irgendwie... Kacke. Nee, das Ding überhitzt. Schnell! Wenn du eine sanfte Kurve fliegst, bist du auf einem guten Weg zu meinem Flugplatz. Bis gleich! Klasse Landung, Partner! Bring mir das Flugzeug, ich winke dir! Na, seht ihr mal, was ich für ein... Fliegerass bin. Hat man doch übrigens gleich am Anfang gesehen. Ja. Grüß Gott. Oh mein Gott, da ist sie ja. Du Hurensohn, hast sie. Du hast sie, danke. 300 Euro, bitte. Das Flugzeug ist zurück. Ja, hab gehört. Hey, komm schon, wir drehen sie um. Komm schon, pack an! Alter, was will er jetzt bitte? War das ein Wasserflugzeug, oder? Weißt du, das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich sowas wie ein gutes Gefühl habe. Diese verdammten Peggys. Kim, komm schon! Wehe, die haben an hier rumgefummelt. Dieses Flugzeug ist seit 3 Generationen in meiner Familie. Und warum hat das eine fucking Maschinengewehr um? Kim, kommst du dann? Ja, ich komme. Ehrlich, die Frau macht mich fertig. Jedenfalls, mein Opa hat sie direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gekauft. Sie war sein ganzer Stolz. Ich habe ein paar Veränderungen vorgenommen. Kim, würdest du dich bitte beeilen? Oh nee. Was? Diese Schweinepriester geben einfach nicht auf. Herr im Himmel. Hör zu, in der Luft bin ich besser, aber am Boden bist du wie ein wildes Tier. Ich greife von oben an und du von unten. Was sagst du? Buja! War klar. Du bleibst drin, bis ich zurückkomme. War klar. Am Boden bist du wie ein wildes Tier. Munition 0. Schön vorgewärmt, aber ich werde sie zum Glühen bringen. Kim ist im Haus. Ich vertraue dir, Partner. Pass auf sie auf. Alter, ist der wie im Haus oben?
Tschüssi. Ja, hallo? Lad jetzt nicht nach. Grüß Gott. Holla, ja, die sind am Hangar, ist gut gesagt. Das ist noch immer nicht an. Wow. Oh! Erste Hilfe Set, erste Hilfe Set. Alter. Boah, sind das Scharfschützen? Ja. Hallo. Wow. Alter, die haben mich jetzt gut getroffen. Oh, 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 nee, nee. Na! Von oben. Hä? Sind die jetzt einfach durchgezogen oder hat er die... Hat er die erledigt? Plündern. Super. Da setzt euch gleich 5 drauf, oder? Oh nee. Mach einfach. Was willst du bombardieren? Ich hab dir schon fast alle ausgeschalten. Alter, dieser Truck ist immer so stark. Ja. Jawohl, die hat er jetzt getroffen. Der Idiot hat mich gerade umgebracht. Buja schreit er noch. Alter, ist das ein Mongo. Er hat gerade gesagt, ah, ist alles okay, ich komm runter und jagt nochmal eine Rakete runter. Das ist unser Haus. Du verstehst das nicht. Ich verstehe was nicht. Dass die unser Land stehlen. Hallo, du dickes Ding. Und weiß was sonst. Kim. Nick, dein Großvater hat dieses Haus gebaut. Willst du es wirklich aufgeben? Und was ist mit deinen ganzen Plänen, das Geschäft an unsere Tochter zu vererben? Ich sprach davon, es an unseren Sohn zu vererben. Du hast den Ultraschall gesehen. Es ist ein Mädchen. Das war ein grisseliger Schwarz-Weiß-Bildschirm. Darauf kann man gar nichts erkennen. Nick. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ja, Deputy. Sieht aus, als würde sich die Rye-Familie verschanzen. Hey, hör mal. Wenn du Luftunterstützung brauchst, sag einfach Bescheid. Na? Du und ich, wir sind wie Butch und Sundance. Wir sind am Ende beide gestorben. Ach was. Bitte pass auf ihn auf. Jawohl, Schutzgeld bitte. So, meine Freunde, und mit dieser Mission, mit dieser holprigen Mission, mit technischen Schwierigkeiten und alles, was das Spektrum von Fehlern so zu bieten hat, beenden wir den heutigen Part und somit den 10. Part von Far Cry 5.
Schiffe ab. Du weigerst dich, Ja zu sagen. Und bis du das tust, wird jeder Schmerz, den du dem Projekt zuführst, tausendfach an deine Freunde zurückgegeben. Und ich weiß nicht genau, wie viel deine Freundin Hudson ertragen kann. Also wähle deine nächsten Taten mit Bedacht, Deputy. Und da haben wir sowieso immer die Abmoderation reinplatzt. Das finde ich extrem unhöflich von ihm. Lassen wir es jetzt sein und ich bedanke mich bei euch. Viel Spaß noch, macht's gut und ciao.